Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, diesmal aus meinem ungemachten Bett. Ich habe dich letzte Woche an einigen Tagen mit durch meinen Alltag genommen, meistens erst abends, weil ich tagsüber wieder arbeiten bin. Momentan habe ich auch nicht so viel Zeit zum Filmen, Videoschneiden und so weiter. Auch auf Instagram ist gerade nicht ganz so viel los, weil die Kurzarbeit bei uns jetzt auch seit einem Monat vorbei ist und sehr, sehr viel zu tun ist auf der Arbeit, zum Glück. Ich habe eben schon angefangen, das Video ein bisschen zu schneiden und hoffe einfach, dass es für dich nicht so langweilig wird. Ich persönlich liebe Alltagsvlogs, aber wenn man selber dann so die Kamera drauf hält, denkt man sich, welcher Mensch möchte das sehen? Also falls es so langweilig ist, schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich bin auch für jedes andere Format offen, wobei der letzte Vlog ja ganz gut bei euch ankam. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen und würde sagen, wir springen einmal zurück zum Montag letzte Woche. Einen wunderschönen, verregneten guten Morgen. Boah, ich bin echt noch müde. Ich bin aber motiviert, weil ein Patient, den ich heute um 10 Uhr habe, extra für mich seinen Golden Retriever mit zum Termin nimmt und der ist so süß. Ich würde sagen, ich melde mich heute Abend wieder. Ich muss mir jetzt noch schnell die Wimpern tuschen und dann geht's los. You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything you said we'd be. Ich habe mir einen Salat gemacht und auch für Emil schon das abendliche Mahl vorbereitet. Es gibt heute einmal Tomate mit einem Stück Salat, Haferflocken und hier noch die Reste vom laktosefreien Joghurt. Ich hoffe, du siehst was. Es ist wieder sehr dunkel hier in der Küche. Dabei gucke ich gerade einen Vlog von Isabeau. Sie hat übrigens das Oberteil an, was ich auch in meinen letzten beiden Videos anhatte. Das ist aber auch einfach super bequem. Ich liebe es. Und jetzt werde ich erstmal essen und Emil von seinem Nagarium in den Auslauf bringen. Rest in peace, liebe Kapokschote. Ich habe dich zerstört. Och Mann, ich wollte die gerade so ein bisschen aufschneiden. Ich war auch eigentlich ganz gut dabei. Und habe dann gedacht, wie soll denn so ein kleiner Hamster in diese Winzöffnung, die ich dann mit sehr, sehr viel Kraft wirklich mit diesem Messer da reinbekommen habe, die Wolle rausziehen, dann wollte ich das ein bisschen weiten und das Ding ist mir aufgeplatzt. Jetzt frage ich mich erstmal, was sind diese schwarzen Kügelchen? Ich zeige dir mal gerade, das ist hier, vielleicht siehst du es, ich weiß nicht genau, ob du es in der Kamera siehst, bis da hinten zu meinem Holzkorb einfach geflitscht. Ich war vor 2 Wochen in Mannheim eine Freundin besuchen und pfiffig wie ich bin, habe ich im Luisenpark in Mannheim, wo es auch ein Tropenhaus gibt, Folgendes abfotografiert. Wir haben hier Infos zum Kapokbaum. Da lese ich doch gerade mal nach, ob ich rausfinde, was diese schwarzen Kügelchen sind. Das Schwarze hier sind die Samen und ich bin nicht ganz fündig geworden, ob die gefährlich sein könnten oder nicht. Ich saug jetzt erstmal hier ein bisschen. Gesammelte Werke. Ich frage mich auch, kann ich die für irgendwas anderes sinnvoll verwenden? Soll ich die jetzt überhaupt hier rausnehmen? Sind die gefährlich? Ist das normal? Ich habe keine Ahnung. Mir wäre das ja nicht aufgefallen, hätte ich die nicht aufgemacht. Oh, aber das Material, das ist richtig, richtig schön. Es ist so schön weich und flauschig. Mist, das hält so gar nicht. Wir holen jetzt mal den kleinen Mops aus dem Nagarium. Ich habe ihn gerade schon gehört und gucken mal, ob er hiermit was anfangen kann. 20 Minuten später hat der Kleine sich natürlich erstmal über sein Abendessen hergemacht. Hallo mein Schatz! Hat aber auch nur das Grünzeug rausgeholt. Die Haferflocken und der Joghurtklecks sind noch drin. Und jetzt wird er wahrscheinlich wieder seinen Verdauungsschlaf ansetzen und so eine halbe Stunde bis Stunde aktiv werden, oder? Da oben kommt ein vorwitziges Näschen raus. Wollen wir heute eigentlich noch im Bad spielen, Emil? Mal schauen. Wir haben jetzt, glaube ich, 9 Uhr. Gucken wir mal, wie aktiv er sich gleich zeigt. Ich mache das eigentlich immer spontan. Also erstmal hängt es davon ab, ob ich mein Bad gesaugt habe und ob ich Lust habe, das zu saugen. Ich drehe mal die Kamera um.
Und dann mache ich es auch davon abhängig, wie aktiv Emil mir vorkommt. Kleiner Lumpi, was machst du da? Ich zeige ihn dir jetzt nochmal, sofern mein Akku mitmacht. Ich sehe, ich habe nur noch einen Strich von vieren. Ich muss ihn mal kurz anschließen. Wir sehen uns gleich wieder. Da sind wir wieder. Wir haben jetzt gleich schon 10:30. Emil hat die Carpox-Schote bisher weiterhin erfolgreich ignoriert. Und ich werde mich jetzt Bett fertig machen und schlafen gehen. Ich lasse die Kamera hier noch ein bisschen stehen, damit du ein paar schöne Szenen von Emil zu sehen bekommst. Ich fahre jetzt mal wieder los zur Arbeit. Emil hat seine Carpox-Schote schon wieder kaum angerührt. Ich zeige sie dir gerade einmal. Er hat zumindest die beiden Teile auseinandergenommen, mehr nicht. Gestern Abend waren wir dann auch nicht mehr gemeinsam im Badezimmer, Emil und ich, weil ja, es einfach schon zu spät wurde und ich dann auch ehrlich gesagt zu müde war. Ich habe gerade noch die Haselnusszweige in den Froster gegeben, weil ich sie Emil gerne am Wochenende füttern würde. Ich bin da irgendwie so ein bisschen ängstlich und will die jetzt erst nochmal einfrieren, damit da keine schädlichen Milben oder was auch immer dran sind. Ist der Zoom drin oder warum bin ich so nah? Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal los zur Arbeit und wir sehen uns. Ciao! Ich bin von der Arbeit zurück und habe tierischen Besuch mitgebracht. Natalie, hast du großen Hunger? Das ist jetzt nicht das hochwertigste Futter. Und ich gab sie wohl auch schon wieder raus. Na komm, Lilly, ich mache mal die Wohnungstür auf. Oh, oh, nee, jetzt starrt sie wieder in Richtung Nagarium. Du weißt ganz genau, dass dein Hamster dran ist, ne? Den wirst du niemals bekommen. Deswegen ist diese Glastür auch immer, immer, immer zu, wenn Dolly kommt. Das will ich auf gar keinen Fall riskieren. Willst du raus, Maus? Hupi. Okay, ciao. Gern geschehen. Ich mache mich jetzt bettfertig. Oh Gott, ich habe hauttechnisch wirklich auch für diese Vlog-Reihe oder für diesen langen Vlog die schlimmste Woche des Monats mir ausgesucht. Momentan ist meine Haut echt schlimm. Es tut mir leid, in welchem Zustand du mich immer angucken musst. Mich erreichen seit gestern Abend ein paar Nachrichten auf Instagram. Ich habe das immer nur als Pop-up gelesen. Ich wollte die gleich nochmal alle öffnen. Meist englischsprachig, deswegen gehe ich davon aus, dass das Rückmeldungen oder Nachrichten von nicht-deutschen Accounts sind. Die schreiben auch wirklich immer nur lieb gemeint, Carpox-Wolle ist nicht sicher, dein Hamster kann sich daran verletzen. Ich glaube, gerade kam wieder was rein. Ah ne, gerade wurde ich nur in einem Kommentar erwähnt. Und deswegen würde ich mich da gerne nochmal informieren. Also ich hatte ja definitiv bei meinem vorletzten Unboxing, in dem ich die lose Carpox-Wolle bestellt habe, auch nochmal im Körnergeber nachgeschaut und da vorgelesen, was dort zur Carpox-Wolle stand. Ich habe in den deutschen Foren nichts Gegenteiliges gehört und bin jetzt ein bisschen verunsichert. Ich werde mir beim Zähneputzen jetzt nochmal die Nachrichten im Detail durchlesen und dann gleich im Bett oder morgen früh auf die Nachrichten antworten. Ich gebe auf jeden Fall nochmal eine Rückmeldung.
Füße gehen raus aus dem Bett und ich kriege schon wieder eine Akkuwarnung. Ich beantworte jetzt noch die Nachrichten, die ich eben kurz gezeigt habe. Emil darf noch so eine halbe Stunde im Auslauf bleiben. Dann gehe ich schlafen, er kommt zurück ins Nagarium und ich melde mich dann morgen, spätestens Freitag oder Samstag wieder. Gute Nacht. Ich bin zurück, heute ist Samstag und ich schneide gerade schon mal das Video, das ich jetzt die Tage über gedreht habe, also das, was du gerade schaust, zumindest schon mal den Anfang. Und nebenbei kümmere ich mich noch um das Frischfutter-Video. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch erwähnen soll oder erwähnen muss, weil ich finde immer noch nicht raus, welche Datei beschädigt ist und kann deswegen das ganze Videoprojekt nicht laden. Weil einige von euch mich das schon häufiger bei Instagram gefragt haben, ich schneide meine Videos immer mit dem vorinstallierten Fotos-Programm auf Windows 10. Das heißt auch einfach nur... Hallo, fokussiere. Fotos! Und dann kann man hier oben auf den Video-Editor gehen und ein neues Videoprojekt anfangen. Da schneide ich alles mit zusammen. Ich schneide jetzt hier ein bisschen weiter, noch so ein Stündchen und dann fahre ich meine Mutter besuchen. We said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows, you are ready for a different kind of life. Diese Dame stattlichen Alters wurde am Kreuzband operiert und zwar letztes Jahr an ihrem rechten Hinterbeinchen und jetzt vor 3 Wochen am anderen. Hier sieht man, dass ihr Beinchen rasiert wurde. Ich will da jetzt nicht dran fassen und hier sieht man auch noch die kleine Narbe. Hat sie ganz tapfer gemacht. Sie wird jetzt auch schon 11 dieses Jahr. Gar nicht mehr so jung für einen Hund. Ich hoffe, sie bleibt uns noch ganz lange gesund und glücklich erhalten. Sie will meine Liebe nicht. Da höre ich doch schon jemanden in seinem Rädchen laufen. Na, mein Süßer. Schau mal, Emil. Haselnusszweige. Hast du die schon mal gesehen? Was ist das, hm? Wo soll ich die hin tun? Die kommen mal vor den Sandbad. Die Kapokwolle hat er nach wie vor kaum angerührt. Wenn ich ihn später zurück ins Nagarium setze, dann schaue ich mal, inwiefern er die irgendwie hier unten im Nestbau in seinem Labyrinth benutzt hat. Oh, wie süß. Da fällt er jetzt direkt drüber her. Die riechen gut, ne, Emil? Okay, die Freude war vielleicht auch nur von kurzer Dauer. So, ich bin jetzt auf einem Geburtstag eingeladen. Sehr schön übrigens auch der Müll da im Hintergrund, den wollte ich jetzt mal mit rausnehmen. Was ich resümierend noch in diesem Video sagen wollte, die Kapok-Schote, aber auch Kapok-Wolle an sich sind für Emil absolut gar nichts. Also er hat damit überhaupt nichts anfangen können, er hat es nicht zum Nisten benutzt. Kapok-Schoten als Naturprodukt sind aber hamstersicher und viele Hamster lieben sie auch, Emil halt einfach mal nicht. Kann man nichts machen. Ich habe auf jeden Fall noch einen halben Sack Wolle hier in meinem Vorratsraum und falls irgendjemand Interesse daran hat, diese zugesendet zu bekommen, dann schreibt mir sie gerne, weil ich weiß nicht, was ich sonst damit anfangen soll. Ich hoffe, der Vlog hat dir gefallen und freue mich wie immer über ein Like, einen Kommentar und natürlich auch über ein Abo und würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss! With my head.